begrüßen wir den Wust von Spiessen. Ich bin der Wust von Spiessen und ich bin so gerne der Hempfurt. Die Fasenacht ist wieder da und alle machen mit. Hände zum Himmel, Hände zur Hölle und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Hände nach vorne, Hände zur Seite. Und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Hände zum Himmel, Hände zur Hölle. Das machen wir bis morgen früh. Die Fasenacht hier an der Saar, die ist nur einfach schön. Die Fasenacht hier an der Saar, die ist nur einfach schön. Wir gehen heute nach Hause, denn der Wust ist wieder da. Und jetzt alle Hände zum Himmel, Hände zur Hölle und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Hände nach vorne, Hände zur Seite und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel. Hände zum Himmel, Hände zur Hölle, zum Dachem durch bis morgen früh. Die Fasenacht hier an der Saar, die ist nur einfach schön. Die Fasenacht hier an der Saar, die ist nur einfach schön. Die ist nur einfach schön. Ich bin so gern der Hempfurt. Ich habe auch schon auf mich gewartet. Also muss ich euch halt auch aber enttäuschen. Ich habe mich im Saarländischen Rundfunk versprechen, dass ich halt auch mit kein dreckiger Witz erzähle. Also kein Witz unter der Gürtellinie. Oh. Da habe ich mir überlegt, dass ich das Versprechen auch alle tun. Geht's euch gut? Ey, mir nicht. Ey, ich fand überhaupt keinen Klick mit Frauen. Ey, meine erste Frau ist mal gestorben. Die zweite Mal ist mal abgehauen. Und meins lebt noch. Komm ich die Buch hem, ne? Hat meins mich gefragt, warum ich unser Hochzeitsbild ne was Hirschgeweih gehauen kann. Er hat nicht zu ihm gesagt, du warst der größte Bock, wo ich je geschossen habe. Hey, und dann ist bei uns noch der Strom ausgefallen. Hat meine Frau zu mir gesagt, wir könnten mal die Zeit überbrücken und könnten mal Filmrode machen. Habe ich gesagt, sag mal, wie geht denn das? Er sagt das zu mir, ich mache dir was vor und du musst rote, was das für ein Film ist. Habe ich gesagt, fange mal an. Er hat das Fenster aufgemacht und hat ein Hund das Fenster rausgeschmissen. Da habe ich gesagt, das ist der Film, Hunde wollt ihr ewig leben. Ja, du hattest doch das schon, ne? Hat das der Kanarienvogel geholt? Und hat ihn hin in der Kaktus in den geschmissen. Habe ich gesagt, das da waren die Dornenvögel. Und dann bin ich dran gekommen, ne?
Ich habe meine Gebisse rausgeholt, Hans Hinner ans Hirschgeweih geschmissen. Hat keiner gewusst, was das für ein Film ist. Hans Hinner, das war der Film Die Brücke am Geweih. Meine Frau ist Wuchtelinchen, das heißt von der Hemm Kuhschwanz. Jetzt hat das zu mir gesagt, wenn es mal sterben geht, will es auf keinen Fall haben, dass der Name Kuhschwanz auf dem Grabstein steht. Ich sollte mir einen schönen Spruch überlegen. Hansch, den habe ich mir schon lange überlegt. Hansch, ich schreibe mal auf dein Grabstein drauf, wenn du gestorben bist. Hier ruht in Frieden und vergammelt, was einst der Kuh am Arschloch bammelt. Jetzt schafft meins gerade 8 Tage in der Metzgereienspieße. Habe ich am Samstagmorgen, muss ich schon gleich dort den Krankenschein abgeben. Kommt dort gerade eine Mannerin und sagt jetzt zu der Verkäuferin, er hätte gerne ein Pfund Blutwurst, aber von der groben Fetten. Habe ich zu der Mann gesagt, oh, Hans, heute aber Pech, meins hat den Krankenschein. Und da habe ich die Verkäuferin gerade mal gefroht. Habe ich die gefragt, habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie alt schätzen Sie mich dann? Da hat die mich betrachtet, sagt sie, ach so, Mitte 30. Habe ich gesagt, nee, habe ich gesagt, ich wäre am 1. Februar 55. Da habe ich mich gefreut, weil ich noch so gut und so jung aussehe. Wie ich halt wieder durch Spieße gegangen bin, kommt da so ein altes Mütterchen auf mich zu. Habe ich zu der gesagt, sagen Sie mal, darf ich Sie mal was fragen? Hat die gesagt, jo. Habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie alt schätzen Sie mich dann? Hat die zu mir gesagt, Knecht, lass mal die Hose runter. Ich habe die Hose runtergelassen. Sagt die zu mir, die Unterhose auch noch. Da habe ich die auch noch runtergelassen. Da hat die eine Viertelstunde vor mir gestanden, hat mich von oben nach unten betrachtet. Sagt die zu mir, Knecht, du wärst am 1. Februar 55. Habe ich zu dir gesagt, sagen Sie mal, haben Sie das jetzt dort dran gesehen? Sagte, nee, ich habe mich da mal in der Metzgerei Neva da gestanden. Herr Himmel, Herr Elferratspräsident. Ey, ich habe gehört, du kennst so gut Dichter. Ja, das stimmt. Lass uns mal so zwei Zeiler rüberwachsen. So, jetzt ganz spontan. Ja. Ich heiße Christoph Scheidt, bin geboren an Silvester und ich liebe deine Schwester. Ey, das stimmt aber nicht. Weil meine Schwester ist ja viel zu jung für dich. Ja, das weiß ich schon, aber es reimt sich. Und weiter? Jetzt reim du mal was. Ich bin der Wust von Spieße und schlafe öfters mit deiner Frau. Ey, Wust, das reimt sich doch gar nicht. Ich weiß, aber es stimmt. Wisst ihr, warum die Frauen so auf mich stehen? Die sagen alle gar, mir liebe der Wust von Spieße. Der hatte Gaudiwürmchen wie ein Riese. Ja, das trifft auf den Elferratspräsidenten ja gar nicht zu, ne? Der wohnt nämlich in Haschborn, in der Straße im Flur.
Da sahen die Frauen alle, hätte kleine Schnur. Ja, unser VSK-Präsident ist auch nicht besser, ne? Der stammt nämlich aus Bexbach, oben vom Bersch. Da sahen die Frauen alle, hätte kleiner Zwerg. Hat mich die Woche meine Frage gefreut, ob ich das Wort Boulevard vom Französischen ins Deutsche übersetzen könnte. Da habe ich gesagt, oh yes. Da habe ich gesagt, pass mal auf, beim Melken wurde dem Bauer klar, dass die Kuh ein Bulle war. Ich bin so gern, so gern daheim. Was? Eigentlich danach hatte ich einen furchtbaren Traum gehabt. Der Minister Joost, der Oberbürgermeister Hens und ich, wir sind gestorben. Am selben Tag. Und da haben wir oben beim Petrus vorm Himmelstor gestanden, hat er uns gesagt, wir kämen nur in den Himmel, wenn wir ihm wieder erzählen, wie wir gestorben sind. Und ich fand, wie so anfangen. Da habe ich gesagt, Petrus, pass mal auf, ich wohne in einem Hochhaus im 7. Stock. Ey, ich komme auch mit Sam, hat meins nackig in den Kisch gehuckt. Das hat das noch nie gemacht. Da habe ich gedacht, das ist bestimmt ein Liebhaber im Spiel. Ich habe die ganze Wohnung durchsucht, keiner gefunden. Bin ich hinaus noch auf den Balkon eine Zigarette rauchen gegangen. Da habe ich gesehen, wie dort einer am Balkongeländer hängen tut. Ey, da bin ich wieder meine Schlappe ausgezogen und habe dem so lange auf die Finger geklopft, bis der abgestürzt ist. Da habe ich dem noch geguckt, da hat er unten eine Baumkrone gehängt. Da bin ich gerade noch in die Kiste, habe gerade den Kühlschrank noch geschmissen. Und da habe ich mich so aufgeregt, dass ich einen Herzinfarkt kriegt und gestorben bin. Dann hat der OB Hens gefragt, wie bist denn du gestorben? Er sagt, ja Petrus, pass mal auf, ich wohne in dem gleichen Haus wie du wusst, aber oben im 9. Stock. Ich war gerade bei die Fenster zu putzen von außen, rutsche ab und falle und fliehe dann. Da habe ich mich gerade noch kennen im 7. Stock am Balkongeländer festhalten. Dann kommt so ein Depp und schlägt mir mit der Schlappe so lange auf die Finger. Ich abgestürzt, habe mich unten in einer Baumkrone keine festhalten. Und ich gucke hoch und in dem Moment kommt der Kühlschrank mir entgegen und hat mich totgeschlagen. Dann hat der Petrus den Minister Joost gefragt, wie bist denn du gestorben? Sagt der Petrus, du wirst was nicht glauben, aber ich habe beim Mus nackig im Kühlschrank gehockt. Da habe ich die Woche gehört, wenn man Schweinefleisch in die Palz schmuggeln tut, dass man da einen Haufen Geld verdienen kann. Da bin ich abends hingegangen, habe zwei Wutze bei mir auf den Rücksitz geguckt vom Auto. Ich bin in die Palz gefahren. Vor der Grenze habe ich dann zwei Wutze noch ein Kopftuch angezogen. Wie ich da in Zweibrücken an die Grenze gekommen bin, haben die Zöllner schon da gestanden. Ey, die haben mir das ganze Auto links gemacht und haben nichts gefunden. Wie ich wollte weiterfahren, hat dort gerade der Ende Zöllner nach dem Kopf ins Auto reingestrickt. Hat er zu mir gesagt, hier mal, ich kann euch Saarländer ja verdammt nicht leiden. Aber eins muss man euch schlossen, schöne Frau Hanna. Da habe ich dort gerade noch so eine bekannte Familie da aus der Palz getroffen. Da bin ich mit denen heimgegangen. Da hat die Pelzerfrau zu dem Pelzermann gesagt, hier gehen wir noch zwei Päckchen Milch kaufen
Und wenn sie Eier haben, bringen sie 5. Wie der zurückgekommen ist, hat er es zu ihm gesagt: Sag mal, warum hast du 5 Tude Milchsprung? Ich sagte, weil sie Eier gehabt haben. Hey, was machst denn du da? Oh, du bist aber mal ein geiles Bienchen. Hey, ich meine, du hättest zugenommen, ha? Hey, du bist ganz schön. Boah. Hey, ich sag da nur eins, ne? Wenn du so weiter essen tust, musst du nächstes Jahr als Hummelchen kommen. Aber ich muss schon sagen, es hat einfach ein schönes Gesicht. Ne? Es gefällt mir richtig gut. Nur wäre mir halt auch mit lieber gewesen, es wäre als Stech gekommen. Die Woche war ich da im Winterberg im Krankenhaus gewesen, an wolle Blutspende. Da hat der Doktor zu mir gesagt: Hier, Herr Wust, Ihr Blut ist nicht in Ordnung, kommen Sie mal in 4 Wochen noch einmal. Wie ich das Krankenhaus hinaus bin, hat dort in dem Flur ein großes Schild gestanden, Samenbank. Da habe ich gedacht, ach, wenn sie dein Blut schon nicht wollen haben, gehst du noch so eine Portion Samen spenden. Da hat mich die Schwester dort in so ein Kabeissi geführt und hat mir so ein Glas in die Hand gegeben. Saß in einer halben Stunde, komme ich noch einmal. Ey, wie die noch eine halbe Stunde kommen, ey, ich war nass geschwitzt. Ich war bumsfertig gewesen. Da sagt die zu mir: Ah, Herr Wusch, in dem Gläschen ist ja gar nichts drin. Da habe ich gesagt: Schwester, ich weiß auch nicht, was mit mir heute los ist. Ich habe es mit der Rechtshand probiert. Ich habe es mit der Linkshand probiert. Ich habe mit dem Schlappe drauf geschlagen. Wenn es sie, ich hätte einen Deckel von dem Glas aufgekriegt. Wo war ich mit meiner Frau in der Wirtschaft in der Trinke gewesen? Ey, da ist auf einmal dort die Tür aufgegangen. Da ist einer reingekommen, der hat das Licht angemacht. Da hat die Bedienung dem ein helles Bier bekommen. Da kommt der nächste rein, der hat das Licht ausgemacht. Die hat ein dunkles Bier gekriegt. Dann ist die Bedienung zu mir gekommen. Ey, da bin ich von dem Stuhl aufgestanden, habe meinen Hosenlatz aufgemacht. Hat die gesagt: Herr Wusch, das ist es gut, denn ich sehe ihn schon, Sie kriegen eine Kurze. Und da hat mein zu der Bedienung gesagt: Hören Sie mal, Sie müssen schon genau hingucken. Der kriegt keinen Kurzer, der kriegt einen Kümmerling. Vorher bin ich von Ensem nach Mallorca gefliegt. Und seit der Flughafen da in Zweibrücke zu ist, ne, haben in dem Pelzer außer mir nur Pelzer drin geguckt. Wie der Flieger dort gestartet ist, hat der Pilot schon eine Durchsage gemacht. Er hat Triebwerksprobleme. Wir müssen die Koffer rausschmeißen. Da haben wir die Koffer rausgeschmissen. 10 Minuten später sagte er, mir wäre immer noch so schwer. Er müsste unter den Boden absprengen. Jetzt haben wir uns müssen alle in den Flieger stellen und haben uns aber an den Haltegriffen festhalten. Und schwupp hat er unter den Boden weggesprengt gehabt. 10 Minuten später sagt er schon wieder: Mir wäre noch zu schwer, einer müsste abspringen. Das hat natürlich die ganze Pelzer mich angeguckt. Da habe ich gesagt: Gut, ich springe ab, aber vorher singe mir noch ein Lied. Da waren die Pelzer einverstanden. Da habe ich angefangen zu singen: Life is life. Dann die Pelzer gemacht: Na, 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 na. Ich bin so gern, so gern daheim fort.
bin ich die Woche in Saarbrücken am Freudehaus vorbeigegangen. Da habe ich gerade gesehen, wie so ein Mann mit einer Vaginalfachverkäuferin dort drin ist. Da bin ich vor der stehen blieb, ne? Wie der rauskam, ich sag, wie war's da denn? Sagt jetzt zu mir, bist du ruhig? Ich sag, wie sieht's denn aus? Hat ihr mir 20 Euro gegeben? Da bin ich dem noch gelaufen. Wie der daheim die Infahrterin geboren ist, habe ich gesagt, so, jetzt weiß ich auch, wo du wohnen tust. Sagt ihr, bist du ruhig? Hat ihr mir 20 Euro gegeben? Wie ich heimgekommen bin, hat mein Papa mich gefragt, wo ich die 40 Euro her habe. Wo habe ich das denn verzählt? Sagt er zu mir, wusch, du kannst doch nicht hingehen in die Leiterpresse. Jetzt holst du die 40 Euro, tragst du mal frei in die Kirche und schmeißt sie in die Klingelbeine. Ich meins in die Kirche. Wie ich wohl gerade die 40 Euro in deine Klingelbeine reinschmeiße, tuckt mich da jemand auf die Schulter. Ich drehe mich rum, hat der Pastor neben mir gestanden. Sagt er zu mir, wusch, was machst du da? Da habe ich den angeguckt und habe gesagt, so, jetzt weiß ich auch, wo du Schafe tust. Meine Frau, das Buchstelinchen, hat die Verschwuchgeburtstag gehabt. Da hat das mich abends in so ein feines 5-Sterne-Restaurant eingeladen. Da habe ich mir dort ein 4-Gänge-Menü bestellt. Erbsensuppe, Linsensuppe, Bohnensuppe. Und als Nachspeise habe ich mir Sauerkraut mit Anisplätzchen bestellt. Ey, ich fand das noch nicht so gut drunter gehabt, ne? Da hat es mir dort drin angefangen, so Rumore. Ich bin hinaus auf der Klo. Ich fange, wenn die Schüssel wird springen. Wie ich wäre zurückgekommen bin, haben die ganze Leid auf mich geguckt. Habe ich zu meiner Frau gesagt, Samuel, hat man das durchaus in der Wirtschaft gehört? Sagt, nee, habe ich gesagt, warum gucken die Leid mich so an? Sagt das zu mir, du hast das Geschäft aufstehen. Habe ich gesagt, ach Gott, hat man den Geschäftsführer auch gesehen? Da hat es gesagt, nee, aber die zwei Prokuristen. Wo wollen dann noch ein Liedchen mit mir singen? Der Wucht von Spießer grüßt euch, die ihr sitzt da im Saal. Und wer's noch nicht gemerkt hat, es ist Fasnacht an der Saar. Und wer jetzt nicht gleich mitmacht, gibt mir dann Henna aus. Oder er fliegt gleich wie der da hinten mit dann aus. Und singt nun alle mit, im Wucht sei all dahin. Ari, taratata. Parita, oh! Ayo, ayo! Parita, ratata! Parita, oh! Parita, ratata! Ayo, ayo! Ich dachte, ihr singt mit mir dieses kleine Lied. Ich konnte euch schon kaum hören. Ich dachte, ihr seid blöd. Komm, füllt jetzt eure Kehlen, trinkt aus bis an den Rand, denn heute sind wir alle
außer Rand und Band und singt nun alle mit. Im Buch sei all dahin. Tari, taratata, tari, taro, tari, taratata, ayo, ayo, tari, taratata, tari, taro, tari, taratata, ayo, ayo. Jetzt mal alles aufstehen, das muss viel schneller gehen. Die Männer wissen, sitzen, nur die Frauen bleiben stehen. Jetzt will ich einmal hören, wie denn das so klingt, wenn die Frauen Chor von Rosen in diesem Saale singt. Nur die Frauen singen mit, im Buch sei all dahin. Ayo, ayo, Harry. Das hat nicht gut geklungen, das muss noch besser gehen. Und deshalb jetzt die Männer von ihrem Stuhl aufstehen. Greift euch an euren Hüften, denn jetzt wird's etwas schwer. Die Frauen auf die Stühle und die Männer hinterher. Und singt nun alle mit, im Buch sei all dahin. Carita. Carita, ratata, ayo, ayo. Carita, ratata, ayo, ayo. Und noch einmal. Carita, ratata, carita, wo? Carita, ratata, ayo, ayo. Carita, ratata, carita, wo? Carita, ratata, ayo, ayo. Und wir sagen dir, lieber Wusch, Dankeschön und verabschieden dich mit einem dreifach kräftigen Alle! 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 Alle!